Auch Update. Es gibt Neuigkeiten, sagen wir mal so. Und ich knapse da noch sehr dran und muss mich noch sehr daran gewöhnen. Das fand er so witzig. Da hatte sich jedes Mal kaputt gelacht beim Lesen. Ich weiß nicht, wie viel von meinem Hintern man jetzt sehen konnte, als ich draußen unterwegs war, aber es war definitiv ein bisschen. Herzlich willkommen zu einem neuen Alltagsvlog. Ja, schon wieder ein Vlog. Ich möchte diese klassischen Alltagsvlog wieder so ein bisschen mehr hier auf diesem Kanal zurückbringen, weil ich die einfach gerade ja so mit am besten in meinen Alltag integrieren kann, weil ich merke, dass ich einfach nicht mehr so viel kann wie noch vor ein paar Monaten. Also die Schwangerschaft setzt mir doch langsam so ein bisschen zu. Ich bin sehr müde, das Energielevel ist deutlich geringer als sonst normal. Und so diese normalen Videos, die erfordern einfach viel Organisation, viel Arbeit, was man auch nicht immer so denkt. Und dann einmal im Monat ungefähr so ein Alltagsvlog würde ich jetzt ganz gerne wieder zurückbringen. Und ich hoffe, ihr seid da auch einverstanden mit. Ihr schaut die Vlogs hoffentlich auch ganz gerne. Es ist später Vormittag aktuell und ich habe gerade mein zweites Frühstück gegessen. Warum zwei Frühstücke? Da komme ich später nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Ich trinke jetzt gerade meinen zweiten Kaffee. Übrigens immer koffeinfrei. Also wenn ich hier zu Hause Kaffee trinke, trinke ich immer koffeinfreien. Bin jetzt aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche und es ist einfach so krass. Es sind nur noch 2,5 Monate bis ET. Wahnsinn. Das ging jetzt irgendwie so schnell die letzten Wochen. Heute ist Montag und ich bin montags morgens immer ganz gut damit beschäftigt, das Chaos so vom Wochenende wegzuräumen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wenn ihr eins oder mehrere kleine Kinder zu Hause habt. Ich war sehr lange damit beschäftigt, heute Morgen hier aufzuräumen und so meiner Routine nachzugehen, meiner Morgenroutine. Sonst steht jetzt für heute gar nicht mehr so viel auf dem Plan, ehrlich gesagt. Ich habe vor, also Wäsche muss auf jeden Fall gemacht werden. Da liegt nämlich einiges im Wäschedings. Sonst muss ich eigentlich ganz, ganz dringend zur Bibliothek. Ich wollte mir den Nagellack noch abmachen. Der ist nämlich schon mehr als 2 Wochen drauf und es ist schon ordentlich rausgewachsen. Deswegen wollte ich das auch noch abmachen, dass die Nägel wieder ein bisschen anständig aussehen. Und da mal gucken. Mich packt so langsam, glaube ich, auch so ein bisschen der Nestbautrieb. Das sind so ein paar Sachen, die mich stören, die mich, wo ich sage, okay, da muss ich unbedingt mit dem Putzlappen dran. Mal gucken, was wir heute alles so schaffen. Das ist halt auch schon ein bisschen später. Ich habe nämlich auch schon ein bisschen gearbeitet eben. Und mal gucken, was der Tag noch so bringt. Und weil ich im letzten Vlog so ein bisschen über das Thema Outfits und so weiter, vor allem Umstandsmode gesprochen habe, heute nochmal mein Outfit. Und zwar ist das ein wunderschönes Kleid, wie ich finde, von Marmalicious, das ich über Vinted gekauft habe für wirklich nur ein paar Euro. Und ich finde das so schön. Auch Update. Das ist so knielang. Und so dunkelblau mit so roten Tupfen drauf. Ich wollte das eigentlich mit einer Strickjacke kombinieren. Die ist allerdings jetzt gerade in der Wäsche. Ich habe so eine beige, ich setze mich mal hin, so eine beige Grobstrickjacke, auch über Vinted gekauft, wie ich sie schon lange haben wollte. Aber die war mir halt einfach immer zu teuer. Und dann kam ich auf die Idee, schau doch mal danach und ja, direkt eine gefunden und zugeschlagen. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt gerade nochmal in die Wäsche gepackt. Es hat eben an der Tür geklingelt und es kam ein großes Paket hier an, über das ich mich sehr freue. Denn ein großes Paket von HelloFresh ist angekommen. Ich freue mich sehr darüber, für dieses Video mit HelloFresh zusammenzuarbeiten. Falls ihr HelloFresh noch nicht kennen solltet, mit HelloFresh bekommt ihr eure individuelle Kochbox mit frischen Zutaten direkt nach Hause geliefert. Ihr wählt online aus, was eure Vorlieben sind beim Essen, ob ihr beispielsweise vegetarisch esst, ob ihr gerne Fleisch esst.
ob ihr familienfreundliche Gerichte möchtet oder ob ihr beispielsweise auch mit dem Thermomix kocht. Außerdem gebt ihr an, für wie viele Personen ihr kocht und wie viele Gerichte ihr haben möchtet, ob 2, 3, 4 oder 5. Die Rezepte, für die ihr dann die Zutaten nach Hause geliefert bekommt, könnt ihr selber auswählen und die wechseln auch wöchentlich. Ihr habt jede Woche, ich glaube, 30 neue Rezepte, aus denen ihr auswählen könnt. Das heißt, es ist immer genug Abwechslung vorhanden. Und die Zutaten für diese ausgewählten Rezepte bekommt ihr dann in einer großen Box nach Hause geschickt. Und ich habe heute auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Gutscheincode PIAKATRINA spart ihr in Deutschland bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 Boxen. Und kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch oben drauf. Wir schauen jetzt mal zusammen in die Box rein und ich zeige euch, welche Gerichte, welche Rezepte ich gewählt habe. Und dann werde ich nämlich auch schon mal direkt kochen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das ganz gerne, wenn ich Zeit habe, dann auch schon mal mittags mache, dass ich dann nicht noch das am Abend oder am Nachmittag mache, wenn wir irgendwie unterwegs sind oder wenn dann halt mein Sohn auch zu Hause ist. Das ist dann halt häufig auch einfach ziemlich stressig. Das heißt, wenn ich die Zeit habe, mache ich das schon vorher. Deswegen machen wir das jetzt. Jetzt gucken wir erstmal da rein. So, hier sind die Rezeptkarten drin, steht hier. Das kann ich euch dann direkt mal zeigen, was ich ausgewählt habe. Ich habe eine Rezeptwahl ausgewählt, vegetarisch und familienfreundlich. Und wir haben hier einmal Spaghetti Puttanesca mit Kapern und Oliven. Da bin ich mega gespannt drauf. Loaded Smashed Potatoes. Mit Jalapeno, Käsesoße, Avocado und Pico de Gallo. Klingt mega lecker, sieht richtig gut aus. Und, auch mega, Maxi Ravioli gefüllt mit Tomate Mozzarella. Mega lecker. In roter Spinat-Sahnesoße mit Rucola-Topping. Richtig gut. Die Sachen sind nummeriert. Ihr habt die Nummer dann auch immer hier auf der Rezeptkarte draufstehen. Das ist dann jetzt hier für die Ravioli. Ich habe mich entschieden für die Ravioli. Ich habe hier alle Zutaten liegen. Und hier seht ihr übrigens auch immer, wie lang die Zubereitung ist. Also die sind wirklich super schnell. Das dauert nur 15 Minuten. Ich werde jetzt gleich schon zu Mittag davon essen, weil gehört zu dem, wo ich eben schon gesagt habe, da werde ich euch gleich ein bisschen was zu erzählen. So etwas, das ich im letzten Schwangerschaftsupdate, was glaube ich, schon angedeutet habe. Es gibt Neuigkeiten, sagen wir mal so. Und ich bin noch, ich erzähle gleich mehr dazu. Die Soße ist gleich fertig. Und dann werde ich mir da eine kleine Portion von genehmigen und dann erzähle ich euch mehr. Lecker! Das riecht unfassbar gut. Die Ravioli sind riesig. Deswegen wird mir diese Portion auch definitiv reichen. Da werde ich auf jeden Fall satt von. Ich finde HelloFresh richtig gut, da es einem einfach ein Stück Arbeit im Alltag abnimmt. Man muss sich über ein paar Tage die Woche keine Gedanken darüber machen, was man kocht und was man dafür einkauft. Man bekommt alles direkt nach Hause geliefert und auch in der Menge, wie man es für die jeweiligen Gerichte braucht. Das Ganze ist ein flexibles Abo, das heißt, ihr schließt ein Abo ab, aber das könnt ihr jederzeit anpassen, kündigen oder einfach pausieren, je nachdem, wie ihr das braucht und möchtet. Vergesst nicht, mein Gutscheincode PIAKATRINA. Alle weiteren Infos findet ihr nochmal in der Infobox. Schaut da unbedingt vorbei. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. Dann, wie gesagt, erzähle ich euch mehr zu den neuesten Entwicklungen. Sagen wir mal so. Also, was ist los? Ich habe es im letzten Schwangerschaftsupdate schon gesagt, dass aktuell im Raum steht, dass ich eventuell einen Schwangerschaftsdiabetes habe und das Ganze nochmal gecheckt werden muss, weil beim großen Zuckertest, der gemacht wurde, weil ich darum gebeten habe, für diejenigen, die jetzt das Schwangerschaftsupdate nicht gesehen haben, mein Sohn hat ein sehr, sehr hohes Geburtsgewicht. Und bei ihm damals in der Schwangerschaft
habe ich den kleinen Zuckertest gemacht, der war unauffällig. Und mein Frauenarzt selber, bei dem in der Praxis wird immer nur der kleine Zuckertest gemacht und der war auch in dieser Schwangerschaft unauffällig, war vollkommen normal. Aber mir wurde doch von anderen Ärzten nahegelegt, auch trotzdem einmal nur zur Überprüfung, um sicher zu gehen, auch den großen Zuckertest diesmal zu machen, auch wenn der kleine unauffällig ist. Und das habe ich gemacht. Das habt ihr schon beim letzten Schwangerschaftsupdate gesehen. Und da war es so, dass der Nüchternwert absolut grenzwertig war. Und das Ganze sollte deswegen nochmal wiederholt werden, beziehungsweise es sollte vorerst einfach nur nochmal der Nüchternwert abgenommen werden. Und da war ich vor einer Woche. Ja, und diesmal war der Nüchternwert nicht nur grenzwertig, sondern er war auch über dem Grenzwert und die Ärztin hat es mir gesagt. In dem Fall liegt auf jeden Fall ein Schwangerschaftsdiabetes vor. Passiert. Wieso, warum? Keine Ahnung. Es passiert halt einfach. Ist halt einfach auch Pech, blöderweise. Mein Arzt meinte auch, ja, so ärgerlich das halt ist. Trotzdem ist das halt eine Krankheit, die in der Regel mit Betreten des Kreissaals wieder vorbei ist. Was bedeutet das Ganze jetzt für mich? Das heißt, ich muss jetzt regelmäßig meinen Blutzucker messen. Ich mache das Ganze viermal täglich, einmal morgens direkt nach dem Aufwachen, um den Nüchternwert zu wissen und immer jeweils eine Stunde nach den drei Hauptmahlzeiten. Und da gibt es Grenzwerte und ich muss halt unter diesen Grenzwerten bleiben. Und ich hatte jetzt vor ein paar Tagen das erste, nachdem ich halt die erste Woche sozusagen getrackt habe, aufgeschrieben habe, was habe ich gegessen, wie waren die Werte danach, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen das erste Gespräch mit der Ernährungsberaterin und es stellt sich halt heraus, dass ich scheinbar sehr stark auf Kohlenhydrate reagiere und dass vor allem morgens eine, wie sagte sie, ich glaube Insulinresistenz vorhanden sei, dass nämlich nach wie vor der Nüchternwert immer recht hoch ist, über der Grenze oder an der Grenze. Und auch nach dem Frühstück ist es so, dass der auch bei, wo man jetzt denken würde, okay, das ist jetzt kein besonders zuckerhaltiges Frühstück, dass der trotzdem danach teilweise wirklich auch sehr hoch ist. Ein Tipp war daher, dass ich das Frühstück auf zwei Mahlzeiten aufteilen soll, sodass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell in die Höhe schießt. Also statt einer großen Mahlzeit zwei kleine Mahlzeiten. Und ja, wie gesagt, halt versuchen, Kohlenhydrate jetzt nicht komplett zu verzichten, hat sie gesagt, sondern ja, das halt schon so versuchen zu reduzieren, durch Vollkornprodukte zu ersetzen und halt vor allem auch viel Proteine zu mir zu nehmen. Mittags geht es tatsächlich, da kann ich tatsächlich relativ normal essen. Danach ist der Blutzucker nicht so hoch, aber wie gesagt, morgens und auch am Abend schnellt er manchmal schon mal ziemlich in die Höhe. Deswegen versuche ich abends da halt auch sehr drauf zu achten, was ich esse. Aus dem Grund habe ich jetzt die Ravioli, die eigentlich für heute Abend sind, schon jetzt eine Portion von gegessen. Und heute Abend werde ich dann mir irgendwas anderes machen. Wahrscheinlich einfach irgendwie Vollkornbrot oder sowas. Also ich soll und muss keine Diät halten. Aber ja, wie gesagt, auf manche Sachen muss ich einfach achten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fehlt mir sehr, weil ich aufgrund des immer recht hohen Nüchternwerts vor allem abends drauf achten muss, was ich esse und dass ich halt abends keine Süßigkeiten mehr esse. Und so das Knabbern auf dem Sofa am Abend fehlt mir extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich knapse da noch sehr dran und muss mich noch sehr daran gewöhnen. Weil gerade denkt man so, weil gerade schwanger ist halt so die Zeit, wo man einfach auch denkt, okay, jetzt darf ich mal schlemmen, ohne schlechtes Gewissen. Und ja, das ist jetzt halt leider nicht mehr so. Ich muss jetzt besonders drauf achten, was ich esse, was ich so normalerweise eigentlich nicht wirklich muss. Das ist so das Update. Sonst habe ich jetzt für die nächsten paar Monate kein typisches Schwangerschaftsupdate eingeplant. Ich dachte nämlich, dass ich dann halt immer das so ein bisschen mit in die Vlogs einbaue. Ich habe mich jetzt auch nochmal für einen Sportkurs angemeldet. Da war letzte Woche das erste Mal und das hat sehr gut getan. Einfach so ein bisschen, also es war jetzt nicht übermäßig viel Bewegung, aber so ein bisschen vor allem tut es mir gut, etwas für meinen Rücken zu tun. Es ist außerdem auch eine schöne Möglichkeit, rauszukommen, was für mich alleine zu machen. Und es ist auch eine schöne Möglichkeit, nochmal andere
Mamis oder werdende Mamis hier aus der Umgebung vielleicht kennenzulernen. Ja, deswegen freue ich mich da sehr drauf, da jetzt zur nächsten Stunde zu gehen. Zack. Das hier behalten wir, glaube ich, noch. Eine Geburtstagstorte für die Katze von Patterson und Findus. Das fand er so witzig. Da hat er sich jedes Mal kaputt gelacht beim Lesen. Ich glaube, das verlängere ich nochmal. Der Rest. Das passt vor allem alles überhaupt nicht hier rein. Das war auch nicht schlecht. Wo Drachen wachen. Das fand er auch richtig gut. Ich glaube, das lassen wir auch nochmal hier. Und das hier, ich und meine Schwester Clara, das hat er auch gemacht. Da haben wir jetzt aber eigentlich alle Geschichten schon mehrmals gelesen. Deswegen, wenn ich es noch in den Rucksack kriege, nehmen wir das mit. Ja, so gerade. So. Toni. Oh, ich hoffe, ich kann diesen Rucksack tragen. Ich bin wieder zu Hause. Es war sehr schön. Es war ein kurzer Spaziergang. Aber es tat trotzdem sehr gut. Die Sonne hat geschienen und ich kam genau richtig nach Hause. Da fing es nämlich an zu regnen. Ich habe allerdings den Klassiker gebracht. Mein Kleid war hinten hochgerutscht. Habe ich dann gemerkt, als ich hier zu Hause die Jacke ausgezogen habe, dass mein Kleid irgendwie hinten in der Jacke hochgerutscht habe. Ich weiß nicht, wie viel von meinem Hintern man jetzt sehen konnte, als ich draußen unterwegs war, aber es war definitiv ein bisschen. Nun gut. So, ich wollte euch zeigen, was ich ausgeliehen habe. Es ist nicht so viel, weil erfahrungsgemäß beim letzten Mal, wir hatten einfach mega viel hier und erfahrungsgemäß lesen wir das halt alles auch gar nicht. Ich habe jetzt zwei Sachen für Bambino Luke mitgenommen. Da haben wir seit 2 Jahren circa den Kasten, also den Bambino Luke Kasten, und das macht er eigentlich auch ganz gerne. Haben wir jetzt super lange nicht mehr gemacht, weil die Hefte, die wir haben dazu, da ist er halt mittlerweile auch raus. Und ich habe jetzt 2 halt ab 4 Jahren. Ich glaube, die wir haben, die sind entweder ab 2 oder ab 3 Jahren. Also da ist er halt schon längst drüber. Und einmal dieses hier. Logikspiele 1, 4 bis 6 Jahre. Und das kann ich mit 4. Dann habe ich eins für Tiptoy mitgenommen. Und zwar dieses hier, die große Wimmelreise der Tiere. Ich dachte immer, das wäre erst ab später, aber das ist tatsächlich schon ab 4 Jahren. Okay, auch bis 7. Aber ja, ich bin mal ganz gespannt. Was halt immer geht, das sind die Wieso, Weshalb, Warum Bücher, die großen. Ich habe heute alles über Rennfahrzeuge mitgenommen. Da wird er mit Sicherheit auch seine Freude dran haben und auch der Papa. Das, sowas lesen die dann zum Beispiel total gerne zusammen. Und zum Vorlesen habe ich einmal dieses hier mitgenommen, der Bücherschnapp. Jeder braucht eine gute Nachtgeschichte. Klingt nach einer ganz süßen Geschichte. Geht wohl darum, dass eigentlich jeden Abend den Kindern vorgelesen wird. Aber dann kommt der Bücherschnapp und ja, klaut wohl alle Vorlesebücher. Und dann geht es darum, ob das Hasenmädchen Elisa es schafft, den Kindern ihre gute Nachtgeschichten zurückzubringen. Ich glaube, das ist ja, eine ganz schöne gute Nachtgeschichte. Und es sieht auch nach, die Illustrationen sehen auch ganz hübsch aus. Und dann habe ich mitgenommen Der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. Folgender Hintergrund. Ich habe eine App, über die wir Hörbücher hören, oder also den Großteil der Hörbücher. Und da bin ich mit ihm letztens die Kindergeschichten durchgegangen, weil er was hören wollte. Und dann hat er gesagt, da hat er auf den Räuber Hotzenplotz getippt, aufs Bild, und hat gesagt, so, das möchte er hören. Und seitdem ist hier große Faszination Räuber Hotzenplotz ausgebrochen. Räuber Hotzenplotz mit der Pfefferpistole und den 7 Messer und den Säbeln. Also ganz große Faszination. Und er möchte ständig den Räuber Hotzenplotz hören. Und ich dachte, ich habe es da stehen sehen, und ich dachte, ich leih das mal aus, um mal zu gucken, ob das auch was ist zum Vorlesen, also als jeden Abend ein Kapitel oder so, ob man das mal einführt. Ich habe das schon mal mit dem kleinen Wassermann gemacht. Den haben wir nämlich hier, das habe ich irgendwann mal gekauft, für lange, lange Zeit, als Andenken so für mich aus meiner Kindheit. Und das fand er gut, aber nach so ein paar Tagen war dann halt für ihn auch die Luft raus, sodass er dann halt auch was anderes lesen wollte. Jetzt ist er halt ein bisschen älter. Und wie gesagt, Räuber Hotzenplotz ist gerade ganz hoch im Kurs. Und diese Ausgabe, es gab mehrere Ausgaben vom Räuber Hotzenplotz, und ich fand diese hier jetzt ganz schön, weil da farbige Illustrationen drin sind. In dem Klassiker sind ja so ein paar Bilder sozusagen drin, aber das ist ja schwarz-weiß.
Und hier sind halt wirklich richtige Illustrationen mit da drin. Das fand ich ganz schön und ich glaube, da hat er wirklich auch seine Freude dran. Bin ich mal gespannt, wie er reagiert, wenn er gleich nach Hause kommt. Es ist nämlich bald an der Zeit, dass ich losfahre, um ihn abzuholen. Ich habe nicht annähernd das geschafft, was ich machen wollte. Ich habe immer noch den alten Nagellack auf den Nägeln. Und eigentlich habe ich auch schon eben erzählt, Thema Nesting. Ich möchte halt so ein paar Dinge hier zu Hause erledigen, so sauber machen, wo ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal gemacht habe, wie zum Beispiel die Türen sauber machen. Die Türen sehen zum Teil aus wie Sau. Man sieht so richtig an den Kanten die Türen, die halt nicht mit der Klinke zugemacht werden, sondern die man halt einfach so an der Kante so fasst und die man dann so hinter sich so zuziehen lässt. Wisst ihr, was ich meine? Da sieht man halt, also das ist ein Dreck an den Türen teilweise. Das ist ganz, ganz schlimm. Und das stört mich im Moment extrem. Aber ich finde halt wiederum auch nicht so richtig die Zeit, um mich drum zu kümmern. Ja, der piept, ne? Ja. Bei dem piept's wohl. Ja, der da als Feuerwerk. Ja, der kriegt eine Strafe. Oh je. Tatsächlich. Willst du loslassen? Gut fest zurück, richtig zurücken. Okay, und dann musst du gerade halten. Los! Machen wir denn nicht Gefahr? Nie hochkommen, stimmt? Die Brücke? Nee, die kommt das Flugzeug, glaube ich, nicht hoch. Warum? Ich glaube, die ist zu hoch. Sehen müde aus, ne? Ja. So bin ich auch. Der Tag ist nicht zu Ende. Es ist tatsächlich sogar noch hell draußen, dank Zeitumstellung. Es ist 7:50. Der Kleine ist im Bett. Hat er gegessen. Ich habe Vollkornbrot mit Frischkäse zum Abend gegessen. Wir haben einen schönen Nachmittag gehabt. Wir haben richtig schön hier zusammen gespielt heute, obwohl er eigentlich sehr, sehr müde war. Ich mache jetzt hier heute nichts mehr. Ich setze mich jetzt einfach hin und genieße den restlichen Abend. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Kurzer Reminder nochmal an den HelloFresh-Code. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox, Code PiaKatrina. Schaut sehr, sehr gerne dort vorbei. Außerdem ist das auch eine super Möglichkeit, mich und diesen Kanal zu unterstützen, wenn ihr bei den Kooperationen einfach mal auf die Links geht und euch mal ein bisschen umschaut. Und wie immer, ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.